Wunderschön schmiegt sich Reborn ins Glantal hinein. Hier ist die Umwelt noch weitgehend in Ordnung. Vor vielen Jahren schon kamen die Gemeindeväter auf die Idee, einen Naturlehrpfad auszuweisen. Der sollte besonders zu den Orchideen führen, die hier in großer Zahl wachsen. Insgesamt wachsen auf Reborner Gemarkung 9 verschiedene Sorten von Orchideen. Meistens handelt es sich um Knabenkräuter. Leider ist der Naturlehrpfad in den vergangenen Jahren ein wenig zugewachsen, sodass er kaum noch passierbar war. Kürzlich hat sich Raphael Schäfer vom Gosenhof in Auen eine Funkraupe zugelegt, die eine Mulcheinheit besitzt. Damit war eine Wahnsinnsarbeit sehr schnell erledigt. Nach ein paar Stunden mit der Funkraupe war der Wegränder wieder freigeschnitten und sind jetzt wieder wunderbar passierbar für alle Naturliebhaber, Naturfreunde. Denn es gibt ja nicht nur Orchideen hier zu entdecken, sondern auch viele Insekten, Schmetterlinge insbesondere, aber auch Reptilien wie Eidechsen und Schlangen. Viel Spaß in Reborn beim Erkunden des Naturlehrpfades. Und vielleicht bringen Sie auch ein klein wenig mehr Zeit mit. Und erkunden auch mal Reborn selbst. Denn wir haben auch einiges zu bieten. Beispielsweise unsere sehr interessante Kirche. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin in Reborn.